Oh nein, Vita. Vita, oh nein. Ah, hallo Vita. Schön, dich zu lesen. Das war zu viel. Warte, ich kann es trotzdem sehen. Und ich kann es trotzdem lesen. Pass auf. Hi ihr da draußen. Es sind die kleinen Freuden am Tag, die das Leben wundervoll machen. Also achtet auf die kleinen Freuden, die ihr am Tag bekommt. Es kann eine Nachricht sein, ein guten Morgen, ein Lächeln, eine Geste, Handlung oder eine Begegnung mit einem Schmetterling. Oh, Schmetterlinge sind so toll. Ja, nehmt es an und es geht auch. Es geht euch dann besser. Habt einen wunderschönen Samstag. Spruch ein Teil von mir. Dankeschön, Vita. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Samstag. Sorry dafür. Hab's gesehen, hab's vorgelesen. Dankeschön. Schön, dich zu sehen. Und das ist schön. Das ist sehr wichtig. Es sind einfach oft die kleinen Dinge. Man muss einfach auch mal auf die kleinen Dinge achten. Und auch die können schon so viel bewirken. Ja. Wenn man einfach mal in vielen Dingen innehält und einfach mal genau das in vollen Zügen genießt. Sei es noch so klein. Ja, das ist richtig. Voll schön gesagt. Ja, das ist voll schön. So. Also, pass auf. Dann wollen wir mal allmählich loslegen mit Calling. Ich wechsle mal, glaube ich, die Batterien, oder? Wisst ihr was? Nein. Ich lasse meine Batterie einfach im Spiel verrecken. Ist lustiger. Und dann wechseln wir sie. Komm, hä? Was soll der Käse? Wenn es bestimmt zu einem voll unpassenden Zeitpunkt die Batterie verreckt, am besten in der Jagd oder so ein Kack, oder während ich schütteln muss und dann sterben wir, ist doch viel lustiger. Alles klar, Tara, viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß im Dirk auch. So, sind die alle weggenommen? Ja! Ich würde die auch alle wegnomsen. Boah, Erdbeeren. Feine Sache, das. Gebieter, deine Batterieleistung. Oh nein. Genau das, ja. Ist doch funny. Ja, eben. Also, pass auf. Ich mache dieses schöne Lied hier aus. Und dann mache ich die schöne Capture Card an. Und das ist ziemlich laut. Und ich weiß nicht, auf welche Lautstärke wir gehen müssen. Ungefähr die hier, oder? Das sollte ungefähr in dem Bereich sein. Ich glaube, das dürfte passen. Und dann würde ich sagen, drücke A. Und auch herzlich willkommen bei die Batterieleistung lässt nach. Spiel laden. Kommt zurück bei Calling. Wir haben die Wanderung letztes Mal abgeschlossen. Sind jetzt bei fast 14 Stunden. Krasse Sache das. Laden. Auf geht's. Mal sehen, was uns heute so erwartet. 4 Kapitel sollten es noch sein. Ich steuere heute 2 an. Auf jeden Fall. Vielleicht kriegen wir noch mehr hin. Gucken wir mal. Wir haben die Rückkehr. Außerdem bin ich auch ein bisschen heiser. Muss gucken, was die Stimme so hergibt. Deswegen erstmal 2 Kapitel. Chio. Chio, Chio, Chio Chips. Die Rückkehr haben wir. Das ist aber faszinierend. Die Rückkehr. Wieso kommt denn jetzt die Rückkehr? Wo sind wir? In welchem Kapitel? Warum spielen wir nochmal die Rückkehr? Ich habe das hier nicht in meiner in meinem Walkthrough. Den habe ich deswegen nebenher auf, damit wir die Lady in Rot nicht verpassen. Deswegen, ne? Ich gucke jetzt schon nicht irgendwie, wie man genau was macht so. Aber halt, ich möchte die Lady in Rot nicht verpassen. Aber ich habe hier das Kapitel gar nicht. Das ist schwierig jetzt. Das ist komisch. Steht hier einfach nicht. Naja, gut. Dann hoffe ich mal, dass hier keine rote Lady ist. Ich habe diese Person schon mal gesehen, aber wo? Hier können wir nicht hin, ne? Wow. Genau. Ach, sie kann sich nicht schnell umdrehen. Oh, ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon rausgefunden, oder? Dann machen wir mal. Ja, Lautstärke müsste, glaube ich, passen. Warte, ich brauche das hier noch. Ah. Genau, das ist wieder dieser seltsame Seelenwald. Und wer war er nochmal?
Deswegen, wir können auch nicht rennen, ja. Genau. Können wir trotzdem mal nach hinten schauen? Okay. Ja, ist halt jetzt ein bisschen seltsam, dass das da nicht aufgelistet ist, wie gesagt. Das ist doof. Naja, dann wird da hoffentlich keine Lady in Rot sein. Wir haben sie, glaube ich, bisher nur einmal verpasst. Ich hoffe, ich würde das gerne so bleiben lassen, dass es nur einmal ist. Die Stelle erinnert mich einfach ein bisschen an Silent Hill 2, oder? So irgendwie an den Anfang. Wo wir erstmal in die Stadt reinlaufen müssen. Boah, Silent Hill, ne? Werde ich dann auch, sobald mal das PS2-Kabel angekommen ist, meine Güte, es dauert auch noch, ist immer noch irgendwo in Amerika. Aber sobald es da ist, könnten wir mal Silent Hill angreifen. Würde ich anfangen mit Silent Hill Origins. Das spielt ja noch vor Teil 1, nämlich. Jetzt sind wir hier. Der hat uns durch den Wald hierher geführt. War das davor auch schon so? Ja, ne? Das müsste alles noch richtig sein, ne? Lautstärke? Soll ich lauter machen? Eigentlich, ich mach mal ein kleines bisschen. Hier so. Vielleicht irgendwie. Was? Silent Hill Origins? Hör auf, mich zu spoilern. Hä, wieso spoilern? Was? Dieses Kind? Es wartet immer noch. Ja. Hey, wieso spoilern? Hä, ich hab nur gesagt, es spielt vor dem ersten Teil. Ist ja kein Spoiler. Servus Krolon übrigens, ne? Ich dachte, du hättest keine Zeit, Nanu. War schön, dich zu sehen. Das ist ja sogar eigentlich ein wichtiges Wissen, dass es Vorteil anspielt. Weil damit solltest du dann quasi anfangen. Und dann tendenziell Teil 1... Oder in meinem Fall der Retail eigentlich. Ich mag die Neuinterpretation. Und ansonsten 2, 3, 4 Homecoming, Downpour. Hey, ich hab sie halt alle da, ist so geil. Ich glaube, wir können hier mal wieder wie immer nichts machen. Ja, also wir können wirklich nur den Pfad jetzt gehen. Hi. Wusstest du nicht? Das dachte ich mir fast. Aber guck mal, das ist trotzdem wichtiges Wissen. Weil dann, ne? Einfach mit Origins anfangen, das ist wichtig. Das ist drin. Genau. Ein Trugbild? Ich glaube nicht. Grüße von Gottes Afar, Grüße zurück. Hallöchen. Ja. Ja, okay. Runter? Geht's runter? Okay. Prost. Da ist zu. Immer noch. Wieso können wir runtergehen, wenn da nie was ist? Ja, gut. Mhm. Okay. Oh, sie ist so langsam unterwegs. So, dann gehen wir jetzt hoch. Nicht runter! Nein! Was tust du denn? Wieso gehst du denn jetzt wieder runter? Oma, da geht's nicht weiter. Da ist immer noch zu. Das bisschen... Ne? Bisschen vergesslich schon. Ja, da ist zu. Guck mal. Musst du wieder hoch. Ja, richtig. Och, Omachen, ne? Ja, schon alt.
So eine Scheiße. Ach ja. So, jetzt aber bitte, ne? Nach oben gehen, da lang. Ja, das ist der richtige Weg. Okay. Uiuiui. Du, jetzt da. Jetzt sind wir im zweiten Stock. Ich weiß nicht, ob das hier richtig ist. Ja, ne? Die Wii arbeitet ein bisschen gerade. Aha. Ist das Riccio? Ist das? Oh. Entschuldigung. Riccio. Rico. Ja. Stift! Herrschaftszeiten, schreib halt. Warte. Hatte im Saturn gerade einen Xbox Elite Controller Serie 2 in der Hand. Und Euler fühlt er sich gut an. Switch Pro kommt nur mit mehr Tasten. Ja, hinten. Ich hasse die Trigger hinten. Das soll der Kack. Wenn man die abmachen könnte, wäre das geil. 180 Euro. Ich weiß, der ist fucking teuer. Aber ich hätte auch gern Elite. Irgendwo, ehrlich gesagt. Vor allem, der ist halt auch, der fühlt sich nicht so billig an, ne? So klapprig wie der normale Xbox One S Controller, ne? Ich hatte ihn noch nicht selber wirklich in der Hand, aber ich weiß, dass der auf jeden Fall hochwertiger ist. Ja, wäre schon cool. Aber 180 Euro, Alter, ist ein bisschen heftig, weißt? Muss auch nicht unbedingt sein. Wenn der normal kosten würde, so 60 rum, okay, cool. 60, 70, aber 180, Alter, das ist mehr als das Doppelte. Oh, ficken! Oh, Scheiße! Damit habe ich nicht gerechnet. Mann, ey! Scharfkantig. Ja, ist so. Der ist auch irgendwie so ein bisschen scharfkantig unten und so. Ich weiß schon, was du meinst, ja. Oh Gott. Du, da bist du wach. Alter. Ja, nicht schlecht. Ja, cool wäre er schon irgendwo, aber Alter, der ist halt echt teuer. Puh, Alter, wie ist das? Okay. Brumm, brumm. Ich guck mich trotzdem um, ne? Was war denn das gerade? Anscheinend fehlt die Energieversorgung. Natürlich. Ja, eben, beim normalen Klappern die Tasten eben, weil einfach schlecht verbaut. Es ist einfach so. Beim Elite nicht, ja, eben. Der Link hat, ja, eben. Ich kenne die ganzen Vorteile, deswegen. Geil wäre es halt. Das wäre einfach ein wirklicher normaler Xbox-Controller. Was ist los? Einfach mal so ein geiler. Irgendwann. Alt aber nicht. Man hat im Moment Controller, das passt schon. Die funktionieren aber irgendwann mal. Und wenn sie nicht mehr so viel kosten würden, dann würde ich mir mal einen holen, ja. Irgendwann. Ich habe erstmal andere Prios. Ganz andere. Im Inneren wird ein Krankenhausbett aufbewahrt. Okay, ich dachte schon, man könnte hier wieder gucken. Aber sie kann sich auch nicht ducken. Jetzt sollen wir also wirklich wieder zurück. Ja, dann gehen wir halt wieder zurück. Ja, ist so. Ist so. Der Preis ist halt, wie gesagt, ist halt wirklich heftig, ja. Das ist nicht mehr normal. Aber da könnte man ja auch nochmal auf eBay oder so schauen oder weiß ich nicht. Oder lass noch ein Jahr warten oder so. Oder zwei, was weiß ich.
bis sich so richtig Xbox Series und alles etabliert hat. Vielleicht werden die dann auch wieder ein bisschen günstiger. Man weiß es nicht. Naja. Aber ja, doch, irgendwann dachte ich, hole ich mir auch mal so einen, ja. Irgendwann mal. Also ich muss jetzt echt noch mal schauen. So, unten habe ich Lady in Red, das muss ich mal... Hier, Woman in Red, sorry. Mnemonic Abgro... Ja, da können... Die Wanderung hatten wir davor. Genau, The Connection. Temptation Second. Ja. Die kann man sechsmal treffen und nee, es ist jetzt nichts mit ihr. Ja, okay. Ich lasse einfach mal das offen, das klingt alles eigentlich. Ja, dann. Dann wird es schon passen. Dann machen wir einfach weiter. Ich vertraue dem Text einfach mal. Was war denn das schon wieder? Ja, okay. Hier geht eh gar nichts. Dann gehen wir wieder dahin. Aber es wundert mich halt, dass wir das wirklich nochmal haben, das Kapitel. Da muss doch bestimmt gleich was anders sein, oder? Das ist die Szene wieder. Hä? Man versteht nichts leider. Immer noch nicht. Wirklich leider nur sehr, sehr, sehr wenig. Irgendwas mit Computer? Keine Ahnung. Ja, wirklich wenig. Diesem Ort kann man wirklich den Toten begegnen. Oh ja. Aber das ist immer noch eine ganz andere Welt, wo die anderen sind. Sie sieht direkt die Seen, alles ist auch hell. Ganz seltsam. Da überschneiden sich, glaube ich, nochmal die Welten. Okay, Telefon. Ist wahrscheinlich da vorne. Ich speichere jetzt auch nicht, ne? Deine Oma knistert! Alter, bin ich heute schreckhaft. Was ist das? Hör mir auf! Oh, Scheiße. Was ist das? Alter Socke. Was ist falsch mit dir? Ich krieg auch noch einen Herzinfarkt. Hör mir auf. Das war ordentlich. Hä, wo klingelt das Telefon? Unten? Hä? Wo ist das mit dem Telefon? Hä, was? Das kann ja nicht unten sein. Oder doch? Nein, eben nicht. Komm nicht her. Selbst wenn du herkommst, er ist nicht hier. Nicht du. Du bist zu wichtig. Ja. Yeah. Genau. War das Rikos Stimme? Ja. Selbst wenn du herkommst, er ist nicht hier. Aha. Aha.
Ja, nicht du, du bist zu wichtig, ja. Aha. Schon eine wichtige Info. Ja, er wieder. Ja, ich sag immer noch, sie tritt in die Welt der Toten jetzt ein. Kann man keine Bits einlösen? Hey, klar. Wieso? Hä? Klar kann man. Warum? Was ist los? Was ist passiert? Warum sollte das nicht gehen? Ist bei mir irgendwie gesperrt. Warum ist das gesperrt? Spinnt es jetzt wieder rum? Also bei Twitch selbst kannst du sowieso immer machen. Your Browser Stores ist offline. Auch nicht schon wieder. Das kann doch gar nicht sein. Sound Alert Source is currently offline. Ernsthaft? Du kannst mir so Bits ballern, wenn du Bock hast, aber ja, das Panel scheint wieder defekt zu sein. Aber das liegt dann halt nicht an mir. Das liegt nicht an mir. Browser Source ist offline, aber warum? Aktualisieren. Jetzt geht's. Ich glaube, ab und zu beißt sich das vielleicht mal mit OBS oder so. Ich glaube, dann muss man es einfach nur hier aktualisieren tatsächlich im Overlay und dann geht es tatsächlich wieder. Jetzt geht's wieder scheinbar. Können wir ganz kurz testen hier. Genau, geht wieder. Jetzt geht's wieder. Ja, gut, passiert. Es ist halt dieses, ne? Manchmal hängt es wohl ein bisschen. Manchmal kennt es das nicht, dass wir live sind wohl. Selten. Aber da kann man ja gegen dingsen. Jetzt müsst ihr 2 Minuten warten, ist aber auch kein Ding. Ganz kurz kann ich hier mal ganz kurz das hier checken. Okay, bringt nichts. Cool, das war's auch mal wieder komplett. So, weiter geht's. Huch. Aber danke fürs Bescheid geben. Guck, kann man ja sogar fixen im OBS. Gar kein Problem. Aber hier und da kann es ja sogar auch mal passieren, dass deren Server irgendwas nicht passt. Was war das jetzt? Ich dachte, jetzt kommt eine Zwischensequenz. Scheinbar nicht. Ein Telefon. Altes Foto. Das sind nicht die beiden. Jetzt weiß ich es wieder. So schöne Erinnerung. Oder doch? Waren das jetzt? Das ergibt aber keinen Sinn. Warum sieht sie ihn dann? Ich nehme das mal. Das Telefon. Mir. Ja. 5829. Hast. Ich habe sie nicht aufgeschrieben, warum nicht? Tut mir leid, dass ich dir so viel Ärger bereitet habe. Danke. Die Rückkehr abgeschlossen. Ja. Immer noch mysteriös. Ich sag jetzt trotzdem, sie ist jetzt hier gestorben, weil sie ja jetzt auch in der quasi richtigen Geisterwelt war. Sie hat die Seelen gesehen und so, es war alles das Weiße.
Ich sag, sie ist jetzt in der Geisterwelt. Ich sag, sie hat jetzt ihren Mann getroffen. Weiß ich nicht. Irgendwie schon. Nun, jetzt geht's weiter mit die Verbindung. Das klingt doch schon mal spannend. Makoto! Makoto! Oh! The Connection. 4. Okay. Habe ich mir markiert. Woman in Red. Dürfen wir nicht verpassen dann. Aber da haben wir wohl noch eine Zeit lang. So, jetzt hier. Jetzt was Neues. Jetzt gibt's was Neues. Die Verbindung, das klingt doch schon mal spannend. Okay. Hier sind wir jetzt. Da ist das Telefon. So. Und dann schauen wir doch mal. Huch. Hier wird nichts drin sein. Ah! Oh. Käsefußtrompeten. Alter! Da war ja doch was im Schrank! Ein Jumpscare! Alter! Alter! Ich bin. Was ist los? Ich bin so schreckhaft heute! Hör mir auf! Alter! Danke für die 200. Ich zitter jetzt ganz leicht kurz, habe ich jetzt hier. Was ist das denn, Alter? Schöne Sache, das. Dankeschön! Nice, das, oh. Puh. Lässt sich nicht öffnen, ist wahrscheinlich verschlossen. Was? Seit wann denn das auf einmal? Wenn da was nicht drin ist, dann weiß ich auch nicht. Alter Falter. Ich bin, glaube ich, heute zu konzentriert im Spiel. Oder was ist los? Ich bin ja richtig schreckhaft. Was ist nu? An einem solchen Ort? Och, nö. Hey, denselben Scheiß haben wir mit Rin schon erlebt. Wir sind unten? Ach so. Das war zum Abschied. Ich gehe nun wieder. Viel Spaß dir noch. Alles klar. Ja, war super. Dankeschön. Dann dir auch noch ein schönes Wochenende. Schönen Abend. Wir hören uns, ne? Wie gesagt, das Video, was ich dir ja gemacht habe, ist ja auch ein Kapitel, kannst du dir vielleicht ein Stück anschauen, oder weiß ich nicht. Und ja, wir hören uns, ne? Und Grüße nochmal an Gottes Ohr. Und Hallöchen, Paradox Angel. Einen wunderschönen, fast guten Abend. Also jetzt haben wir keine Taschenlampe mehr, das ist ja... Ist ja wieder fantastisch. Muss ich jetzt wieder zum Clown und ihm die Taschenlampe klauen? Ja. Das ist so eine Sache. Hupsi, das wollte ich gar nicht. Was ist denn hier? Okay. Was machen wir denn jetzt? Oh, Schatten im Arsch! Oh Gott. Herrlich. Okay. Oh, ich mag's nicht, wenn es so dunkel ist. Oh, Knister. War nur im Spiel, alles cool. Eieieiei. Was ist hier? Das Ding ist, es wird nicht viel bringen, jetzt ohne Taschenlampe alles zu untersuchen, weil... Der erkennt ja nichts, der ist ja blind. Der ist 80% blind. Ja, das ist fantastisch, siehst du? Geht nicht. Geht nicht! Also müssen wir erstmal Licht finden. Scheiße. Und Licht wird, schätze ich mal, beim Clown sein. Und der Clown ist wahrscheinlich oben.
Weiß nicht. Ich kann mich ja trotzdem umschauen, aber. Wieso nehmen wir nicht einfach die Leuchtekatze? Hier können wir. Nee. Dann gehe ich jetzt. Meine Fresse! Runter? Oh, es gibt doch einen Keller! Oder auch nicht? Pinkelst du da ins Eck oder was? Hä? Ey, das ist so ein Scheiß. Ja, wir brauchen das Licht. Manu. Manu. Ja. Das ist toll. The Connection, ne, sagst du? The Message. Sadao wieder. Was leuchtet das? Ist das eine Lavalampe? Welches Zimmer ist das? Ist das hier, ja? Na, was denn du? Da steht was! Ist das wieder so ein Passwortgedöns? Kann ich das abfotografieren? Welche. Ich glaube, die müsste man sich mal alle auf die Pinnwand klatschen. Genau die. Gesendet. Dankeschön. Habe ich mal gemacht, ne? Okay. 200. Ja, gut, da ist der Tod. Doch. Da geht's nämlich doch rein. Da ist eine Speicherkatze. Aber speichern möchte ich jetzt nicht. Und da ist eine Notiz, aber er kann im Dunkeln nie lesen. Meine Herren. Was? Wer bist denn du jetzt? Hey, die Krankenschwester, warum greifen die uns jetzt an? Oh Gott! Was soll das denn? Wieso greift die uns an? Wer ist denn das? Wer ist Beine? Das sind nur Füße, das sind die Füße, die wir schon mal gesehen haben. Was soll denn der Scheiß jetzt? Ja, bin ich jetzt aber nicht. Wie ist das denn? Du hättest fallen sollen. Hätte ich wirklich? Was wäre denn dann passiert? Wie mies ist das denn? Wie mies ist das denn? Ha, okay. Jetzt würde ich das Fass gerne nochmal. Was passiert, wenn wir hätten. Ach, ne? Sollen wir mal rein? Ich meine, es ist ja eh nichts passiert im Moment, ne? Wir werden einfach so sterben, ne? Natürlich.
Ja. Genau, ich gehe jetzt direkt da rein. Vielleicht passiert was? Ich kann ja mal bei der Speicherkatze dann speichern. Du hättest fallen sollen. Wie gut. Ich schätze, das wäre nur eine Verarsche gewesen, oder? Ich glaube, wir werden immer sterben. Da wird wahrscheinlich nichts noch triggern zusätzlich, denke ich mal. Ich meine, cool wär's. Makoto. Die Verbindung. Ach, Link spielt jetzt mit in dem Kapitel. Verstehe. So, ja, da sind wir wieder. Oh Gott, ich hätte speichern sollen. Ach ja. Mache ich gleich dann mal, ne? Mache ich oben. So, jetzt hier nochmal. Ja. An einem solchen Ort? Ja. Hier ist ja eh nichts gewesen. Boah, wie duster. Ja, aber da müssen wir jetzt eh nicht hin. Geht auch gar nicht. Wir gehen direkt hoch. Dann speichere ich sofort an der Cat. An the Cat. Ja, genau, wir haben ein Message. Richtig, und dann gehen wir einfach mal hier hin. Dann müsste das hier sein. Und dann können wir hier einfach mal. Machen wir den hier, ne? So, zack. Gut. Ne, das lassen wir mal. Haha. Und jetzt gehen wir einfach da rein. Tschüss! Da passiert nichts. Wir sind tot. Du hättest fallen sollen. Ja, das ist gut. Aber jetzt sind wir direkt wieder dort. Wollte ich einfach mal wissen. Vielleicht wäre trotzdem was passiert, wer weiß. Gut, sind wir wieder hier, genau. Dann sind hier die lustigen Beinchen nochmal. Wie es einfach auch wirklich nur die Beine sind. Strange. Warte, ich will das nochmal. Das ist so gut. Ein Backstory, ich gebe dir Bescheid. Ach, kein Problem. Hallöchen, willkommen zurück. So. Du. Wir hätten zwar ein Lurking-Mod, aber leider in Tier 2. So. Stimmt, es soll ja bald Follower-Emotes geben. Dann könnte man da welche reinklatschen. Oh ja, 5 Slots, oder soll es geben für Follower, oder? Wäre halt mega cool. Dann könnte man die aus dem Tier rauszwiebeln. Und jetzt? Brauche ich immer noch Licht. Licht! Licht! Wir müssen vielleicht hier rein? Nee. Da ist der Laptop. War hier nicht der Raum mit dem... Okay, dann weiß ich nicht, wo wir Licht herkriegen. Es gibt ja noch eine Etage. Müssen wir mal schauen. Nach oben. Jo. Aha.
Wir brauchen dringend eine Taschenlampe. 304 ist nicht unsere Tür. Das wird er nicht sehen können, weil er 80% blind ist. Was? Knutschkartoffel übrigens. Ich mag dein neues Profilbild auf Insta. Das ist voll schön. Ist der Teller gerade runtergeflogen? Fährt mich jetzt gleich ein Krankenwagen um? Excuse me? Was ist geschehen? Dreh dich um! Da spielt jemand auf einem Klavier. Da nicht. Es klingelt an der Tür. Moment, bin sofort wieder da! So. Gesprintet. Bin ich wieder? Päckchen. Yay. So, wo waren wir? Mann, dann gerade zu einer schönen Stelle hier, die voll interessant ist. Knister. Ja, dann mal weiter hier. Das ist eine Spieluhr. Ist das nicht Dings Rikus Zimmer? Ah, ich weiß es nicht. Vielleicht. Eine beleuchtete Musikbox. Oh, wie schön. Da ist die Katze drin. Ja, dann ist es safe. Rikus Bett. Oh, das will ich haben! Das ist so süß! Oh, das hätte ich voll gern. Oh, wie schön. Oh, voll toll die Musik. Du hast Batterien erhalten, ja. Dankeschön. Okay, lol. Vielleicht hat das ein Patient hier liegen lassen. Ja. Jetzt können wir dann auch die Notizen sammeln. Kyokos Tagebuch 14. Kyoko war die Krankenschwester, oder? Ich glaube schon. Habe ich nicht aufgeschrieben, aber ich glaube schon, ne? Ja, es müsste. Oder? Kyokos Tagebuch? Warte. Ja, ich glaube schon. So ein Zufall. Rekos Freundin, die sie eigentlich besuchen sollte, ist Rin Kagura. Das Mädchen, das nach ihrem Unfall eingeliefert wurde. Ich musste sie einfach anlügen und ihr sagen, dass Riko aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Ich konnte ihr nicht die Wahrheit sagen. Warum aber eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Die war doch schon...
so einsam und jeder hat sie im Stich gelassen. Warum eigentlich? Warum hat sie eigentlich angelogen? Das verstehe ich eigentlich nicht. Oh, meine Fresse! Oh. Du Bumsbiene! Okay. Oh, Leute. Mann. Hier geht's ab. Warum hast du dich nochmal bewegt? War bestimmt Restsaft. Kennt man doch, ne? Wenn Strom noch so ein bisschen... Ne, alles ganz normal, ne? Tschüss. Okay. Speichern? Ja, ne? Kann man mal hier. So. Herz allerliebster. Auf Wiederschauen reingehauen. Na gut, okay. Achso. Wir können ja trotzdem hier. Ich frag mich, wie weit das geht. Sehr weit. Okay. Ja gut. Oh, hier wird nichts sein. Denke ich, da können wir auch nicht hin. Nee, warte, ich will jetzt... Karte. Karte. Krankenstation, Computer Lounge, Cafeteria. Mnemonische Abgründe sind die schwarzen Räume übrigens. Betriebsraum, Zimmer 2. Ich glaube, wir müssen einfach wieder runter. Ich glaube, das war's. Oder? Oh. Ja gut, dann nicht. Genau, hier ist ja offen. Der Rest war hier dicht. Ne, eben nicht. Computer Lounge. So, gucken wir uns hier noch um, ob hier vielleicht auch noch... Was warst du? Der war voller Bandagen. Bandagen, man. Bandagen, Mann. Ja, okay. War das ein Brandopfer vielleicht? Das sind zwei Computer. Das ist ja der Wahnsinn. Die Pflanze ist vertrocknet. Warum war Bandagenmann jetzt hier? Hallo? Bandagenmann. Ah, siehst du mal, Notizbuch. Ha. Immer schön überall umgucken jetzt hier. Kyokos Tagebuch 13. Ich begann mit der Reinigung ihres Zimmers. Riku ist nicht unsere einzige Patientin. Ich muss also darüber hinwegkommen. Das wird nicht sofort funktionieren, aber wenn ich mich weiter so abschotte, kann ich keine anderen Patienten retten. Außerdem kann niemand Rikus Eltern erreichen. Ich habe es mehrfach versucht und auch die Polizei sollte sich darum kümmern. Mir gefällt das gar nicht. Ich frage mich, was los ist. Okay. Oder Tagebuch 14 spricht da an, wo Riku einfach schon aus dem Fenster gesprungen ist. Ja, aber sie hätte es ja trotzdem schon längst sagen können. Die sind ja nicht zeitgleich. Das ist ja nicht zeitgleich passiert, oder doch? Selbst wenn. Aber. Vielleicht hat sie es auch zu spät erfahren, ne, dass es Rin ist oder so. Die Krankenschwester. Ah, miese Sache. Vielleicht ist es passiert. Ja. Ah, miese Sache. Weiß nicht, Mann. Wir müssen die anderen Notizbücher noch finden. Mal sehen, was. Was?
Das waren gerade eine Menge Leute. Warum sehen wir die plötzlich alle? Verrückte Sache. Mal sehen, ob hier auch noch ein Tagebuch ist. Ich weiß nicht. Schön umsehen hier. Aber, nee, da scheint nichts zu sein. Nee, ne? Ich möchte nichts verpassen. Gerade die Tagebücher nicht. Dann, hier ist der Mnemonische. Dann haben wir hier noch... Ja genau, da waren wir gerade. Da ging es nicht rein. Zimmer 3 waren wir. Dann gehen wir jetzt runter wohl. Ja gut, dann... Ich weiß nicht. Irgendwie... Also irgendwie hat mich das jetzt schon stutzig gemacht. Mit den ganzen Leuten hier. Aber hier ist wirklich nichts, ne? Verkaufsautomat, Essensmarken verkauft, ja. Ich guck noch mal ganz genau hier. Okay. Nee, hier ist halt... Sagen die gar nichts. Nee, ja gut, dann... Das ist wirklich nichts. Okay. Tschüss. Chosen. You are the chosen one. So. Ja, dann haben wir hier noch Zimmerchen. Da gucken wir mal. Das linke, das zweite, das dritte, das Blablub. Okay, gucken wir hier noch. Hallo? Hä? Da ist einfach gar nichts. Weder mnemonisch noch ein Zimmer. Da ist gar nichts. Wieder ist gar nichts. Wieso ist da gar nichts? Okay. Hä? Zeugs? Zeugs? Okay. Zeugs? Zeugs? Gut. Zeug? So. Sieht fast so aus, als könnte man damit interagieren. Tut man aber nicht können, wollen, würden. Unten, dies, dies. Gut. Überall dasselbe drin, lustigerweise. Da ist auch nichts. Das ist der Mnemonische, ne? Genau. Dann hätten wir hier noch ein Zimmer. Hallo! Da können wir nicht hin. Da können wir hin. Yeah! Okay. Da ist überall nichts. Da, dies, das, Ananas. Im Inneren wird ein Krankenhausbett aufbewahrt. Ist ja richtig krank. Das geht auf. Dann ist hier die Katze. Die andere geht nicht auf, wir kommen hier da durch. Genau, und dann ist hier noch ein Zimmer schon. Oder? Hier ja nicht, da ist zu. Ich glaube auch nicht, dass auf Toilette irgendwas ist. Nee. Dann gucken wir hier. Kuckuck! Normales Telefon.
Da ist auch nichts drin, ne? Nee. Ich denke nicht. Was? Ein Handschuh. Reich mir die Hand. Da ist was. Ach. Medizinische Kontaktlinsen. Nee, nee, Liste. Notfallmobiltelefonliste. Ekoto. Was? Fragezeichennummern? Strange. Das ist ja strange. Eiko Tono, Keiko Ishimura, Kyoko Hibino? Kyoko. Hibino. Hina Hidaka, Hiroko Nishizaka. Aha. Ach so? 63214. Wir haben auch gar keine von denen. 922. 286. Die habe ich. 99716. 286 tatsächlich, das ist die auch Kyoko. Genau, ich wusste doch, Kyoko hatten wir. Der Name hat mir was gesagt. Kyoko Hibino. Hab aber schon wieder vergessen, wer das war. Aber die Nummer hatten wir schon mal. Den Namen und die Nummer. Genau, die gehören zusammen. Achso, Kyoko war doch die Krankenschwester. Ich fisch. Das ist die Krankenschwester. Hina? Die kennen wir nicht, ne? Hiroko Nishizaka haben wir auch nicht. Kyoko ist ja einfach die Krankenschwester. Aha, so. Sieht wie eine Telefonnummer aus. Aber ich kann die erste Hälfte nicht entziffern. Natürlich. Na, vercheckt. Aber warum greift sie uns an? Ich reiß nicht. Heißes Mobiltelefon. Was hast denn du jetzt aufgeschrieben? Okay. Nämlich Akte. Genau, Kyokos nämlich. 13 und 14. Aber Schwesternkrankenakte. Yoshi, München, Mitzene. Yoshi! Alles klar. Ja, okay. Geister! Weißbrot! Meine Fresse! Dieses Huschgeräusch auch immer. Mann! Was will... Willst du mich verarschen? Die hat abgeschlossen. Warum ist die so aggro zu uns? Die war doch sonst eher... eher... was soll ich sagen? Traurig. Also... und hat auch Rin nicht angegriffen? Hauptsache sie greift Makoto an. Wieso tut sie das? Das finde ich gerade sehr mysteriös. Okay. Okay. Ich könnte die Nummer anrufen. Ich weiß aber nicht, ob dann was passiert. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich will nichts falsch machen. Weil... können wir speichern? Dann würde ich... okay, warte, warte, warte. Wir speichern. Irgendwo. Zumindest. Und dann... ach, genau hier. Genau da nämlich. Zack. Das nehme ich auch nochmal ein Notizbuch. Kyokos Tagebuch 12. Riku ist gesprungen. Ich kann es kaum glauben. Ah ja, okay. Ich will es nicht glauben. Sie war genau vor mir und ich konnte sie nicht aufhalten. Ich habe nach ihr gegriffen, aber es war zu spät. Ich will nicht mehr daran denken. Ich will nicht. So rot. Die Polizei war da und hat mir eine Menge Fragen gestellt, aber ich erinnere mich kaum. Ich konnte Rikus Mutter noch nicht erreichen und ich weiß nicht, was ich ihr sagen soll. Ich dachte, ich könnte ihr helfen und dann ist das hier passiert. Ich möchte jetzt alleine sein und nachdenken, sonst verliere ich noch den Verstand.
Das ergibt Sinn. Und jetzt gucken wir nochmal drüber. 12. Das. 13. Ich begann mit der Reinigung. Genau. Rico ist nicht unsere einzige Patientin. Ich muss drüber hinwegkommen. Und dann nehme ich 14. So ein Zufall. Ricos Freundin, die sie eigentlich besuchen sollte, ist drin. Das Mädchen, das nach ihrem Unfall eingeliefert wurde. Sie sagen, dass Rico aus dem Krankenhaus verlassen wurde. Ich konnte nicht die Wahrheit sagen. Ja, das war nämlich wirklich nach dem Sturz, leider. Dann ergibt es natürlich Sinn, ja, dann konnte sie natürlich nicht die Wahrheit sagen an Rin. Nachvollziehbar, oder? Ja. Irgendwo nachvollziehbar. Ganz schwierige Situation. Was hättet ihr gemacht? Hättet ihr als Krankenschwester sie dann auch eher angelogen? Vielleicht. Sie lagen beide zusammen im selben Zimmer, ne? Vielleicht besser so. Ja, heftig. Ja, das ist halt das, ne? So, wir speichern hier mal nochmal. Und dann wollte ich die Nummer anrufen. Von Rico einfach. 997 wäre das. 116. Von Kyoko, Entschuldigung, der Krankenschwester. 2, 8, 6. Wir haben jetzt gespeichert. Was soll schon passieren? Zack. Wir werden sterben. Oder es passiert gar... Es passiert sogar was. Was? Warte, was? Okay, Moment, was? Wir werden sterben. Oh, es ist so eklig. Oh, das hatten wir noch nicht, ne? Jetzt haben wir mal gesehen, wie wir durchs Telefon sterben. Game over. Das war fast klar, weil sie war halt sauer und so in dem Moment. Cool, jetzt haben wir das auch mal gesehen. Weil sonst, wo wir das versucht hatten, war halt besetzt oder so ein Kack. Aber man kann halt wirklich auch durch einige Nummern einfach sterben. Zum Beispiel die... Gut, dass wir gerade gespeichert haben. Coole Sache. Boah, das ist schon... Boah, stellt euch mal vor. Ihr telefoniert gerade so und dann kommt so eine Hand raus und bringt euch um. The Ring mal anders. The Ring in Mobil. Ganz schwierige Sache. Hui. So, jetzt ist sie doch wieder hier, oder? Kein Tagebuch? Schwester ist auch nicht hier? Die wird gleich auftauchen, oder? Oder haben wir sie jetzt weggetriggert, weil wir sie woanders schon gesehen haben jetzt? Die ist nicht mehr da. Doch, da ist sie ja. Ja, okay. Sie zieht uns ja nicht so viel ab. Wir sollten raus. Mach auf den Scheiß! Puh, okay, das war das. Dann, Moment mal, ganz kurz. Alles klar, okay. Das hatten wir, das hatten wir. Da haben wir geguckt, gell? Wir haben jetzt alles hier begutachtet, soweit, ja. Da waren wir auch drin und die hat zugemacht, oder? Genau. Ich weiß, wo wir hin müssen. Wir müssen einfach nur runter, den Schlüssel holen gleich. Dreh dich um. Wir sind im zweiten, oder? Wir sind doch im zweiten. Nee, das erste. Genau, Erdgeschoss und dann Keller noch. Wir gucken uns noch im Erdgeschoss auch um. Mal sehen, was da so abgeht, ne? Ob wir da noch was finden? Hello? Nein? Okay. Ob es nur die drei Notizbücher gibt? Vielleicht. Ich weiß gar nicht, wie viele wir gefunden hatten in der ersten...
Im ersten Run haben wir da schon 11. Ich hoffe doch. Wäre ganz gut. Da liegt was. Was ist das? Sieht wie medizinische Watte aus. Hä, okay. Oh, da, lol, hä? Das ist da angelehnt, ich hab's hier nicht gesehen. Kyokos Tagebuch 11, perfekt. Und ich glaube 10 haben wir sogar schon. 11. Um die Mittagszeit kam ein Notfallpatient an, eine Schülerin. Sie hatte sich ein Bein gebrochen, also nichts Lebensgefährliches. Zum Glück. Ich wurde ihr zugeteilt, weil alle anderen zu tun hatten. Sie ist jetzt in einem Untersuchungszimmer. Sie warten darauf, dass die Schwellung in ihrem Bein abklingt, damit sie operiert werden kann. Okay. Die Mittagszeit. War das jetzt? Das war nicht am selben Tag, gell? Ich glaube nicht. Dass sie quasi am selben Mittagszeit operiert wurde, abends vielleicht im Zimmer ankam und dann sie aus dem Fenster gesprungen ist? Ich hätte sonst gesagt, einen Tag später oder so. Aber vielleicht sogar am selben, das wäre echt heftig. Die Krankenschwester tut mir halt auch unfassbar leid, was die halt alles verkraften musste. Ach, du Scheiße, ne? Ja, das ist schon wieder Watte. Was du wollen? Was auch immer hier passiert ist. Ich will es vielleicht nicht wissen. Da ist auch sonst nichts weiter, ne? Okay, cool. Dann, da waren Untersuchungszimmer, ja, okay. Behandlungszimmer, da waren wir gerade. Hier ist Mnemonischer, das ist der Korridor, das Zimmer des Direktors, Damen, Herren. Ja, dann haben wir nur noch das Zimmer des Direktors hier. Hä? Ja, ich weiß, dass ich runter muss, ja, da, oh, dankeschön. Weiß ich doch. Oh, dieser Geist im Automat war so geil. Ich will den nochmal haben. Hier können wir wahrscheinlich immer noch nicht, oder? Achso, doch, die sind ja offen, klar. Aber die oben nicht. Warum eigentlich? Vielleicht passiert ja hier was. Hallo? Hello there. Nee? Doch, da liegt ein Zettel. Ava. Sadaos Memo. Endlich habe ich andere getroffen, aber irgendwas stimmte nicht. Sie haben nicht reagiert, als ich sie ansprach. Noch nicht mal, als ich sie anstieß. Und als ich sie berührte, lief es mir eiskalt den Rücken runter. Sie müssen bereits tot sein. Ich wette, sie wandern herum, seitdem sie im mnemonischen Abgrund gefangen sind. Sie haben wahrscheinlich noch gar nicht gemerkt, dass sie tot sind. Oh, das ist mies. Sadaos Memos sind immer extrem interessant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr gut, bisher alle gefunden. Ah, meine Fresse! Du Gesichtskrätsche! Oh, immer. Ja, gut. Okay. Aber wie mies, dass hier eine Notiz war. Kannst du auch heftig verpassen. Tschüss! Gucken wir hier noch, aber da wird jetzt... Ich weiß nicht, ob da was drin ist, du. Zersplitterter Spiegel. Spiegel, Spieglein an der Wand. Ja. Boah, sind die Erdbeeren gut. Ich musste mich selbst zusammenreißen, die in den Tarek zu rühren. Mein Tara! Erzähl doch nicht sowas. Ich möchte auch eine Erdbeere. Boah, wenn Erdbeeren richtig gut sind, schön süß und so, boah. Mann, Tara! Aber kann ich verstehen, denn sich da zurückzuhalten ist schwierig, ne? Gut, hier ist sonst wirklich nichts, ja, oder? Okay, cool. Sonst gelingt alles im Moment gut, wie es sein soll. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Ich weiß aber nicht, ob... War die vorher schon umgeflogen? Ich glaube.
guck gerne nochmal hier rein. Grüß dich. Gut, tschüss. Gucken wir noch einen Direktor. Simer. Und dann speichere ich einfach mal gleich. Kuckuck. Ja, hier sind wir ja auch aufgetaucht. Da wird nichts mehr sein. Na, hops die Pops. Willst du mich verarschen? Da ist ja doch noch was. Oh, wie mies. Wir haben etwas mehr ausgegeben und die geholt, welche im Nachbarort angebaut wurden. Oh, voll gut. Voll gut. Da müssen die auch, ja, ach wie geil. Schön. Mhm. Und ja, ich hoffe, die Muffins werden nun was. Erste Fuhre ist im Ofen. Ja, nice. Dann nicht verbrennen lassen, ne? Sadaus Notizbuch. Dann sind da die Todesfälle, die sich vor 5 Jahren im Kurumiya-Krankenhaus ereignet haben. Das war damals ein großes Thema und die Medien berichteten ständig davon. Ich hatte davon gehört, aber war aber nicht besonders interessiert gewesen. Darum erinnere ich mich nicht an Details. Zu den 5 Toten gehörten Krankenschwester, Ärzte und Patienten unterschiedlichen Alters. Fünf. Es gab Gerüchte über einen Serienkiller, der eine Art Droge oder Gift einsetzte und über eine Virenepidemie. Ich habe bemerkt, dass die Umstände den Umständen derjenigen Fälle, die ich gerade untersuche, ähneln. Es besteht die Möglichkeit, dass eine Verbindung besteht. Das Problem ist, dass das Krankenhaus geschlossen wurde und ich weiß nicht, wie viele Informationen zu dem Fall dort noch zu finden sind. Sadao, willst du mir sagen, dass es in diesem Krankenhaus Hinweise gibt? Ja. Hätte ich vielleicht am Anfang finden müssen, wa? Das kommt gerade ein bisschen strange. Ich muss ganz kurz mal was schauen. 5, hast du gesagt. Wo war denn jetzt die 8? Nein, uns fehlt 7! Kann ich das irgendwo sehen, wo 7 ist? Sadao? Scheiße. Oh, wie cool. Hier steht halt auch alles, was man in den Kapitel finden kann. Oh, wie cool, Mann. Aber ich habe leider Sachen verpasst. Das ist echt schade. 7 war dann woanders, wa? Oder? Du. Ja. Manu, schade. Schade. Nun, okay. Wo war das denn jetzt? Medizinische Kontaktliste. 1, 2, 3, 4, 5. Krankenschwestern. Dingsens. Und dann wird das die sein. Dann sind die vielleicht gestorben. Die 5. Es sind halt zufälligerweise 5. Und die Krankenschwester ist davon gestorben. Aus der Liste. Also ja, ich schätze, die 5 werden wohl gestorben sein. Verstehe. Faszinierend. Patienten, Krankenschwestern und Ärzte. Ja, gibt Sinn. Ja, dann waren das die. Eine Liste mit Büroverfahrensweisen. Okay. Faszinierend. Ja, muss ich doch nochmal hier kurz reinglupscheln. Und da ist auch schon wieder irgendwas. Ach, nee, komm. Ja, gut. Dies war jenes. Meine Fresse! Ich hatte jedes Mal! Mein Krankenhaus. Ja, das ist deins. Ich wollte gerade gehen. Ich wollte ja. Du weißt nicht, wie wichtig mir dieses Krankenhaus ist. Du hast ja keine Ahnung. Du hast ja keine Ahnung. Die habe ich auch nicht. Ich wollte gerade gehen! Scheiße! Alter Falter! Nice Jumpscare an dieser Stelle. Wie heißt der Direktor nochmal hier?
Hab ich vergessen. Da steht Büro des Direktors. Das ist der Wahnsinn. Wie heißt das Krankenhaus nochmal? So heißt der Direktor. Hab's vergessen. Egal. Eieieiei. Speichern! Oh, voll gut. Voll gut. So. Dann, haben wir jetzt auch hier alles gesehen. Glaube ich. Ja, ich glaube sogar. Kann ich hier nochmal abchecken kurz? Das ist ja die lustige Liste. Moment, was? Oh. Hä? Was? Oh, ich sehe gerade, da müssen wir gleich noch was tun. Gleich wird was passieren und da müssen wir was tun. Ich wusste doch, diese komischen Wattetücher, die wir die ganze Zeit gesehen haben, die waren so hervorgehoben, die können wir wohl scheinbar sammeln. Das müssen wir dann wohl nachher mal noch machen, scheinbar. Dann ist es. Okay. Aha! Medical Bandage, ja, hier Itemlist. Okay, ja, das wollen wir dann mal noch machen. Die Report 1, 2, 3, 4, 5 haben wir gefunden, oder? Oder finden wir die noch? Ich weiß nicht genau. Wir machen mal weiter. Wir haben gerade gespeichert und gehen wir mal weiter jetzt. Müssen wir eh den Schlüssel sammeln. Du. Schauen wir doch mal. Jap. Ja, der pisst wieder ins Eck. Danke! Du hast Schlüssel erhalten für... Nicht diese Tür. Das wäre cool gewesen. Diesmal habe ich mich nicht erschrocken. Dann gehen wir wieder hoch. Für was ist der Schlüssel? Da steht da einfach nur Schlüssel dran, so ein Müll. Schlüssel. Die Krankenschwester hat eine Tür zugeschlossen. Müssen wir da hin? Wo war das denn? Erster Stock? Ja, schauen wir doch mal. Hä? Das, ja. War das hier? Hat die hier zugemacht? Ja. Nee, aber da können wir nicht. Okay. Ich muss jetzt nur schauen, dass wir die Woman-Dings dürfen wir nicht verpassen, immer noch. Die ist aber erst hier. Woman in Red Alert. Hier. Nee, das ist noch nicht so weit. Ja, nee. Aber ich will auch so nichts verpassen, ne? Das sind die Memos, die habe ich schon alle, cool. Weiß nicht. Ich will das mit den Dingsies. Oh, ich will alles mitnehmen, was geht. Ja. Du. Oh.
Okay. Du, 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 du. Waren hier Bandages? Waren die hier irgendwo? Die waren doch unten eher, oder? Oh, ich habe mir das jetzt nicht gemerkt, wo die alle waren, tatsächlich, die Krankenstation. Ach ja, richtig. Hallo? Ich will jetzt nicht nochmal hier... Du bist nicht mehr hier, oder? Hoffe ich. Hm? Lange nicht benutzt worden. Achso, okay. Ja. Nee, ja, hier ist sonst nichts. Nee, okay, ich gehe wieder, ne? Tschüss! So. Hä? Was? Wohin müssen wir? Jetzt haben wir einen Schlüssel, aber das steht halt nicht für was. Das ist so eine Sache. Haben wir irgendwo einen Tresor gefunden oder so? Nicht, dass ich wüsste. War da irgendwo irgendwas? Hä, das ist... Gut, hier war ja auch nichts. Nee, ja. Hier waren nur die ganzen Patienten oder so. Das ist ein Mnemonischer. Das hier ist das da. Da ist... Weiß gar nicht, ob da was drin ist. Nee. Da ist nichts. Da haben wir die Computer. Genau, das ist quasi der Computerraum. Was? 3-2 ist der Mnemonische. 3-1 glaub auch. Nee, nicht. Eieiei, so viele Räume hier immer. Das ist nur die Uhr, das ist dies, das ist jenes. Da ist immer noch Wind. Ich verstehe nicht. Dann passiert safe irgendwas noch. Ha, ja, Wir sind schon ganz oben. Hä? Ja, dann muss ja irgendwas im Erdgeschoss sein. Jetzt haben wir schon alles abgeklappert. Dann ist es Erdgeschoss irgendwie. Dann gehen wir... Hä? Noch eins runter? Zack. Das ist merkwürdig hier alles. Mhm. So, jetzt sind wir wieder hier. Dann haben wir da Geräte-Trainingsraum. Geht nicht auf. Aha! Aha! Ja, guck mal, wie das hervorgehoben ist. Also wenn man damit was nicht anstellen kann, weiß ich auch nicht. Aber jetzt noch nicht. Na gut. Also die sind hier unten, ja? Hier auch? Ja, hier auch. Okay, das sind zwei. Seifis. Und die scheinen nur im Erdgeschoss zu sein. Also zwei Wattis. Sind es nur... Die sind hier. Da müssen wir uns merken machen. Da geht's... Ja, das war der Raum. Ich gehe wieder zurück, ich horst. Mann, Mann, Mann! Hä? Ja, das war's nicht. Speichern muss ich ja jetzt nicht unbedingt. Ist nicht viel passiert eigentlich, oder? Nee, eigentlich nicht. Wir haben nichts gefunden.
Egal. Sicher, sicher. Zack. Zack, die Bohne hier. 15 Stunden. Hä? Krass. So, dann wollen wir doch mal hier. Das ist ja wieder... Hey, muss ja hier irgendwas sein dann. Fast schon. Ah, natürlich, die Schublade war zu. Oh Gott. Ja. Klar. Memo des Direktors. Alle Berichte und Dokumente zu den Todesfällen unter den Krankenhausmitarbeitern und Patienten in den Aktenraum im Keller bringen. Kellerdatenraum, aber wie komme ich dorthin? Wir können doch in den Keller! Das sind Hina Hidakas Kontaktinformationen. Sie war eine Krankenschwester, die auf der Nachtschicht zusammenbrach und starb. Hina Hidaka und Notfallkontakt Hisao Hidaka, Verwandtschaft Vater. Also ist Hisao der Vater? Hina Hidaka ist eine Krankenschwester. Ach, was heftig. Gleich mal aufschreiben hier. Was ist denn das? Was ist das hier? Ich hab hier wieder... Oh Mann! Was für Schnitzel! Oh, da habe ich mir eine wunderbare Seite hier ausgesucht im Blog. Nicht. Oh, ich schreibe einfach hier weiter. Ich schreibe einfach hier. So, ich schreibe zu klein. Oh, meine Fresse, schreib halt wieder. Hina? Hidaka, das ist nämlich 997521, nämlich. Das müsste nämlich das hier sein. Und dann Hisao. Hisao. Vater, oder? Der hat wahrscheinlich auch eine Nummer, oder? Hm, dieser Name. Kann das sein? Hat das was mit der Telefonnummer zu tun? Nee. Hast du es vermerkt? Nee. Okay, Akte. Nein, nein. Ach Gottchen, da. Ach Scheiße, medizinische Kontaktliste. Hier. Ja, ja, genau. 21884, die haben wir. Hiroko Nishizaki. Nishizaka, Entschuldigung. Kiko Ishimura. Die Nummern wissen wir aber alle nicht, oder? 38922, die haben wir alle nicht. 922, die haben wir alle nicht. Kriegen wir die noch raus? Weiß nicht genau. Aber gut, das ist, ja. Jo, ich kann schreiben. Nicht egal, scheiß drauf. Ja, das wäre die Nummer, aber ich glaube, wir sollten die jetzt noch nicht wählen, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder? Ich will jetzt nichts Falsches machen. Normalerweise müsste man die jetzt wählen, aber ich glaube, wir verpassen dann echt Sachen. Und deswegen schaue ich jetzt hier mal drüber, ne? Kurz. Nicht wundern. Weil hier will nichts verpassen, warte. Das habe ich gemacht. Together. Ja, das habe ich gemacht. Ja, ach, was denn, du sagst? Scheinbar soll ich sie jetzt... Wirklich? Soll ich jetzt wählen? Ich weiß ja nicht. Kitchen, mal gut. Nee. Überfliegen, blablub. Was einfach dieselbe ist, lol. Wo ist denn das mit den Dingsies? Mit den
Ich probiere es einfach jetzt schon. Ui, Geister! Ich speichere mal. Falls wir was falsch machen, können wir hier ja wieder einsteigen. So, warte. Ich kontaktiere es noch nicht, aber ich gehe jetzt trotzdem mal hier hin. Dahin. Hierhin. Warte, da war ich nicht. Cool. Hä? Medical Cotton. Ach, hier ist es. Medical Bandages. Ach so. Ach so. Ach so. Dann sollen wir das jetzt machen. Ich habe gespeichert. Dann rufe ich jetzt scheinbar die Nummer an. Wir haben es ja kombiniert. Wir sind schlau. Wir haben blau und schlau gelöst. Denn wir sind ganz schön schlau. So. Du. Das jetzt also China. Ha. Und wo kommen wir jetzt an? Hä? 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 Zweite Etage? Krankenstation. Das ist da... Sag mal! Was ist heute los? Ich mache jetzt das Fenster zu. Das ist ja mega nervig heute. Schuldigt. Oder nee, warte. Ich spiele jetzt das Kapitel zu Ende, mache ich Fenster zu. Das ist ja... Es tut mir leid für diese ganzen... Hört mal bestimmt. Ist ja mega nervig. Also mich stört es zumindest voll. So, also hier hat die Krankenschwester zugemacht gehabt. Und jetzt sind wir hier wieder drin und jetzt liegt hier einfach ein Telefon. Okay. Ich sollte dieses mobile Telefon aufheben. Vielleicht kann ich es später noch gebrauchen. Ach so, ja, dann können wir das im Direktorraum jetzt wieder abholen. Weil war ja der... Das, okay, aha. So ist es. Ach so. Was können wir denn hier untersuchen? Oh, wie mies. Hallöchen, Jerry. Moin. Willkommen bei Calling. So. Aufmachen. Ja, lol. Wirklich? Dann speichere ich jetzt nochmal, oder? Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Jetzt weiß ich nicht, ob ich speichern soll. Ich glaube schon. In the middle drop, was? Hier ist irgendwo eine Message. Haben wir die gerade gesehen? Hier, ne? Ach so. Da steht wohl übersetzt, it's coming. Das ist schön, dass es da steht. Oh, ich dachte gerade, es ist eine Notiz. Aha. Schön, dass das da auch dran steht. Irgendwie sieht das Gesichtsfenster schwarz-weiß aus als sonst. Gesichtsfenster, schön. Facecam, ja. Ja klar, in Horrorspielen habe ich den auf schwarz-weiß. Passend einfach, weil Horrorspiele einfach auch dunkel sind und so. Einfach zur Atmosphäre passend. Habe ich die da immer in schwarz-weiß. Bei Horror. Ja, ich würde jetzt einfach mein Telefon wiederholen. Facebook. Facecam, ne? War mir im Begriff gar nicht. Alles cool, alles cool. Aber Gesichtsfenster ist schön. Ich meine, auf Deutsch, ja, hey. Gesichtsfenster, sehr schön. Das gute alte Gesichtsfenster. Das klingt so gut, das ist so ein gutes Wort.
Achso, Message 11. Warte, aber wir haben doch schon alles gefunden, oder? Ja, das ist Kyoko 11. Ja. Ray, that's your last text. Warte, hä? Oder Memo Streuner 11, oder was? Third floor, wo sind wir? Wir sind im dritten. Und was? Warte, was nochmal? Muss ich gerade mal hier. Hilf! Also, entweder kann ich jetzt eine Notiz verpassen oder nicht. Da muss ich mal schauen jetzt. Möchte ich nicht, natürlich. Hello there. Frag mich, wie weit das geht. Ist das Ananas? Hier ist nichts, oder? Ich weiß es nicht. Ich sehe nichts. Ja, keine Ahnung. Du. Ach komm, wir holen das Telefon. Knacks. Ja, gut. So, Nacho, wie kennst du Calling? Kennt kaum jemand. Ein schönes Spiel. Und sonst, wie geht's hier so? Ist schon 18 Uhr, ey. Wahnsinn. Kommt da gar nicht drauf klar, weil es einfach so hell ist noch. Schöne Sache, das. Meine innere Uhr hat sich irgendwie immer noch nicht ganz umgestellt darauf. Ich glaube, ich spiele es heute durch, vielleicht? Ich weiß es nicht. Da müssen wir aber ein bisschen Vollgas geben. Achso, nee, und ganz unten, wobei. Was jetzt, wenn es hier auch neue Sachen gibt? Gibt es hier neue Sachen? Das ergibt keinen Sinn. Die Küche. Das oben. Hä, ich gehe einfach runter. Keine Ahnung, was weiß ich. Und jetzt kommt gleich eine Sache, die habe ich jetzt... Ja, das dachte ich mir schon fast. Mit dem Telefon. Und mit dem Luftschacht. Ich glaube nämlich, dass wir nämlich ein Telefon da runterwerfen müssen. So kommen wir dann in den Keller. Er hat sich ja gefragt, wie kommen wir da hin? Die Tür ist ja eh zu. Und jetzt wird der Lüftungsschacht doch mal gebraucht. Da werfen wir das Telefon runter. Das ist eine echt geile Idee. Man muss ja auch eigentlich nur eins und eins zusammenziehen. Das war eigentlich echt klar. Haben jetzt alle Notizen oder was? Weiß ich nicht. Und Adventure. Moin. Hier müsste ja dann irgendwo... da müsste doch... Wo ist mein Telefon? Oh Gott, es liegt ja gar nicht mehr hier. Ich habe mich woanders wegtelefoniert. Oh nein! Ach, scheiße! Oh nein, wo habe ich mich denn wegtelefoniert? Hier? Oh, zum Glück. Ach, was ein Scheiß. Oh Mann. Okay, also eigentlich sollte das ja nicht sein. Ja, komm. Okay, jetzt ist es sowieso klar. Wenn man bis dahin nicht drauf gekommen wäre, dann aber jetzt. Cool. Ab in den Lüftungsschacht. Ja, geil. Ich speichere jetzt einfach mal, ne?
Woman in Red ist, glaube ich, noch nicht Sache. Die kommt dann jetzt erst gleich. Genau. Speicherbildschirm verlassen, ja. Tschüss. Ab nach oben. Mehr gibt's hier, glaub ich, nicht zu sehen. Nach oben. Schubidubidu-wappa. So. Ist das doch Soße da? Wenn hier alles... So, ich guck mal hier noch ein bisschen. Hier müssen wir nicht hin, wir müssen ganz hoch, aber... Irgendwas mit... Das irritiert mich. Irgendwas mit Lüftungsschacht hier? Vielleicht irgendwo noch eine Notiz? Eine Elfte? Oder wir haben echt schon alles gefunden? Ich habe keine Ahnung. Ich habe hier gar keine Ahnung von gar nichts. Aber hier ist nichts. Weder hier, noch oben, noch unten, noch sonst irgendwo. Das ist toll. Wir haben gerade gespeichert, ne? Dann können wir jetzt hoch. Oh. Hier ist sonst, glaube ich, auch nichts mehr. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas passiert. Schwupps. Auf geht's! So. Müssen wir mal kurz das Mikrofon ein bisschen hier tun, so. Schwupps und ab dafür! Hello there! Das ist halt merkwürdig mit diesen... Ich habe nichts verpasst. Ich habe nichts verpasst. Ja, wir dürfen jetzt also gleich was machen. Wir können uns theoretisch jetzt nämlich porten. Und genau jetzt sollen wir das nämlich nicht machen, dann gleich. Jetzt gibt es nämlich theoretisch was zu verpassen. Also, hier ist das. Ich frage mich, wie weit das geht. Wenn ich eins einwerfe und transportiere, vielleicht komme ich dann in den Untergrund. Wenn ich es nur reinwerfe, wird es zerbrechen. Ich muss mir was ausdenken. Hinas Mobiltelefon hineinwerfen? Nein. Ach, deswegen Watte und so. Oh, wie gut ist das denn? Wir packen da was Weiches runter, damit es nicht kaputt geht. Aha, deswegen müssen wir jetzt Watte sammeln. Aha. So, ich habe gespeichert. Was passiert denn, wenn wir es aber trotzdem runterwerfen? Hä? Ich frage für einen Freund. Ui. Ja, ist kaputt jetzt, ne? Alle sind Lügner. Ach du Scheiße! Krass. Okay, geil. Geil, geil, geil. Ja, ich wollte wissen, was passiert. Oh, wir haben es direkt mit Kuroneko zu tun. Boah, krass. Nicht schlecht, nicht schlecht. Na, sowas. So. Boah, geil, was war das denn? Okay, dann sind wir wieder. Dann sammeln wir jetzt also Watte. Und die ist wohl unten, ja? Die ist wohl unten. Ja. Ganz unten. Und das Tuch, oder? Wahrscheinlich noch. Oder? Weiß nicht, das sah auch immer aus, als konnte man damit interagieren. Ich guck mal, ich guck mir mal zuerst das Tuch an. War das auch unten? Das war, glaube ich, alles unten, oder? Sind wir schon unten? Nee. Was sind hier für Räume? Zimmer das direkt. Achso, hä, wir sind ja doch schon unten.
Ach so. Ach so, hä? Ach so, ach so. Ja, okay, gut, dann. Hier? Ah, ja. Das kann ich als Kissen verwenden. Ich brauche was zum Zusammenhalten. Hä? Ich sollte genug dabei haben. Ach so, der nimmt im. Ach so, der nimmt so ein Stückchen. Warum wird das nicht komplett aufgehoben? Was zum Zusammenbinden, meinst du? Da ist noch was, guck mal. Ich sollte genug. Ach so! Ach so. Oh, ich dachte, ich muss beide holen. Oh. Okay. Na gut. Das, wenn man im Walkthrough nur überfliegt. Ich dachte, das kann man verpassen. Jedes mit Watte ist Pflicht. Das ist auch nicht schlecht. Ja, okay, da ist nichts. Ich weiß nicht, ich gucke immer wieder rein. Was zum Zusammenbinden? Hier ist doch auch was. Achso, oh mein Gott, ja. Direct Realm. Alter, was war das denn? Willst du mich flachsen? Hä? Untersuchung und Behandlungszimmer. Da muss ich ja doch eins hoch. Hä? Aha! Ich suche dieses eine Zimmer. Ist das hier? Zimmer 4, 2, Krankenbetriebsraum, Krankenstation. Das klingt gut. Da könnte doch was sein. Schätzungsweise schon. Oder? Oder? Nevermind. Dann nicht. Dann hier, hoffentlich. Weiß nicht. Hallo! Ich speichere mal, ne? Armin, hey. Hier? Hallo? Ja, da dieses Tuch, was schon seit immer verdächtig aussah. Meinst du, dass, Scheiße, ich dachte. Okay, schade. Joa. Das sieht gut aus. Das ist doch. Medizinische Verbände, na also. Das ist nicht gerade gut gepolstert. Wenn ich damit die Watte befestigen kann. Du hast Mobiltelefon erhalten. Einfach mal eine Mumie, alles klar. Das sollte einigermaßen schützen. Wir haben einfach Mobiltelefon angewickelt, auch nicht schlecht. Cool. So kommen wir in den Keller. Yay. Nein. Skalpell. Viel Blut. Absaugen. Tupfer. Chirurgische Schere. Sehr tief. Ich brauche eine größere Ansicht. Die Blutung ist... Er operiert einfach immer noch. Krass. Ja, okay, wir können nichts machen. Wow. Scary. Was ist denn jetzt? Der ist durch mich durch? Ich dachte, er greift mich an. Aber hier wird er an Rinnen operiert haben, ne? Wo bist du hin? Okay. Da wäre auch Panzertape gewesen. Ja, moin. Ja, ach nee, doch nicht. Wir kommen da gar nicht ran. Doch. Guck mal. Okay, schön, dass man das zweimal finden kann. Boah, dann hätten wir den Geist hier verpasst. Cool, dass ich das rechts genommen habe.
Du lässt mich echt in Ruhe, oder? Hä? Okay, cool. Dann wollen wir jetzt hoch? Ich habe gesafelt. Und ja, das war's, steht hier. Das war gesafelt. Mehr. Dann rufen wir jetzt mal an. Ne? Gesafelt haben wir, ja. Ja. Dann, 997 521. Oder? Ja, doch, klar. Wir haben das andere, ich sehe es am Bild. Das ist ja das, was wir aufgehoben haben, und das andere haben wir runtergeworfen. Ja, müsste ja stimmen, oder? Oder? Eigentlich? Hä? Oder? Doch, müsste. Ich habe gespeichert. Was soll schon passieren? Okay, cool, ja, ich hab's ja noch in der Hand, ich Pflaume. Aber das war jetzt auch interessant, jetzt habe ich mich selbst gecallt. Und es ist nichts passiert. Es ist echt nichts passiert. Hä? Ich hab jetzt... Warte. Ich will das nochmal machen. Da passiert nichts? Das wäre halt jetzt cool gewesen, wenn das irgendwie auch Fail gewesen wäre und du dadurch auch stirbst. Auf irgendeiner ganz speziellen Weise, so eine einmalige Todesanimation. Weil du das ja, du hast ja diesen Moment nur einmal. Schade eigentlich. Interessant. Cool. So. Jetzt müssen wir das erstmal runterwerfen. Ja, dann werfe ich mal runter. Ich frage mich, wie weit das geht. Hinas, ja. Tüdelü. Cool. Oh, perfekt. Ah, Speicherkatze. Ja. So. Also, jetzt haben wir es und jetzt können wir telefusionieren. 5218884. Ruf mich an. Und ich bin gleich bei dir. Was? So. Okay, ich rufe mal an. Plötzlich teleportiert es dich auch. Das wäre scary. Wobei, es wäre auch unglaublich praktisch. Stellt euch mal vor, man könnte sich mit Nummern teleportieren. Hä, wie geil wäre denn das? Ah, na guck. Wir sind wirklich im Keller. Wie geil ist das denn? Was war das denn gerade? Speicher. Keller. Cool. Danke! Mit Wurfmesser wie Minato wäre. Oh ja, das wäre nice. Ja, gut, das ist ja so ein Jutsu, ne? Aber yo, das wäre auch ziemlich cool. Allerdings bist du ja da. Nee, du bist ja gar nicht gebunden. Stimmt ja gar nicht. Du kannst dir eins irgendwo hinterlassen und dann kannst du dich auch porten. Stimmt. Minato hat ja. Der muss es ja nicht werfen. Der hat es ja auch schon mal irgendwo hinterlassen, ja. Stimmt. Ginge sogar schneller.
Das wäre sogar noch eine Spur viel schneller als mit dem Telefon. Du musst nicht immer erst blöd eine Nummer wählen und warten dann. Ja, stimmt wohl. Das wäre wirklich geil. Boah. Allgemein so Jutsus. Oh. Meine Fresse, wenn du wirklich als Mensch so eine Menge an Chakra hättest, dass du Jutsus machen könntest. Junge, wäre das geil. Das wäre, hey, wow. Ja, das wäre schon, ja, das wäre ganz, das wäre ziemlich nice. So, wir sind jetzt also im Keller. Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt speichern soll. Ich will nicht. Ich will noch nicht. Lassen wir das erstmal. Haha! Alter, Keller. Ja, ich glaube auch, dass es geworfen immer noch schneller ist, als wenn man eine Nummer tippen muss. Ja, 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 ist so. Aber, ja, aber Kampfkunst ist auch nice. Ja, auf jeden Fall, klar. Und im Grunde ist es ja auch irgendwo ein bisschen Kampfkunst, ne? Taijutsu und so. Aber halt verbunden mit Fähigkeiten, so richtig mit Elementjutsus, so wäre schon nice. Also, ich hätte ja gern die Fähigkeit des Sharingan. Boah. Ja. Doch, doch. Sharingan. Mangekyo Sharingan. Das wäre natürlich. Was ist denn hier los? Stimmt, Woman in Red. Warte. Ich muss doch mal kurz speichern. Ich muss ganz kurz. Oh, wurden Leichen? Weiß ich nicht. Ich muss mal ganz kurz. Ich mach mal tatsächlich. Ich bin mal so frei. So. Schwuppdiwupps. Haha. Da haben wir aufgemacht und es war nichts gewesen. Ich muss jetzt hier aufpassen, dass es der Gebiete mit Woman in Red. Was? Was? No, what the fuck? Oh, Gänsehaut. Da liegt Kuroneko. Taijutsu ist, glaube ich, im Japanischen auch ein Überbegriff für Waffenhohlkampfkünste, heißt ja auch Tai-Körper. Ja, im Grunde. Im Grunde. Müsste passen. Ach du. Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist echt krass, die liegt hier noch. Ja, hier wären sie verbrennt worden, genau. Alter, als ob die hier noch liegt. Ach, komm schon. Dieses Kind. Ja. Oh. Sagt sie bitte? Verlass mich nicht. Oh, richtig Gänsehaut. Boah, richtig böse Sache. Oh, was willst du denn noch? Oh, dieses Perfect Kontern. Oi, was? Wieso sterbe ich jetzt? Nein, bring mich nicht um! Wir können hier nicht weg! Scheiße! Was?
Was? Wieso haben wir sie berührt? Okay, okay. Was? Willst du mich verarschen? Wohin sollen wir denn jetzt? Das schreit aber ein bisschen nach Finale irgendwie. Das ist wie bei Rin jetzt. Oh Gott, wieso haben wir sie berührt, Mann? Oh Gott, die lässt sich nicht öffnen. Ist vorbei? Die Musik ist aus. Ich glaube, sie ist weg, oder? Oh, Alter. Alter. Als ob die da die ganze Zeit im Keller rumliegt. Ach, du Scheiße. Oha. Ninjutsu sogar eine richtige Kampfkunst zu spucken, aber keine. Ja, natürlich, klar. Ninjutsu. Klar. Eigentlich wurde das nicht von Ninjas dann und so benutzt, aber dann nutzt man ja auch Kunai und alles. War das nicht die Technik der Ninjas dann? Kann das sein? Wahrscheinlich, ich meine. Aber klar, gibt's ja auch. Logisch, die gibt's ja schon als Kampfkunst, so ist es ja nicht. Dann aber hier auch wirklich tatsächlich. Mit Waffen, Kunais und so. Da müsste ich mich nochmal reinlesen. Ich glaube, es waren einfach die Kampfkunst der Ninjas, ja. So quasi. Die waren ja sowieso auch viel mehr. Die waren ja auch so spionagemäßig unterwegs. Ich muss jetzt hier aufpassen, weil hier die Woman in Red irgendwo ist. Hier muss ich jetzt gut aufpassen. Alter. Oh. Leicht erschrocken wieder? Aber nur leicht. Ich werde mir auch noch eine Kampfkunst beibringen. Aber erstmal muss der Kredit wieder runter und ich muss ungezogen sein. Wenn ich ungezogen bin, dann mache ich wieder Kampfkunst. Aber im Moment hätte ich nicht mal das Geld für die Kampfkunst. Absolut nicht. Bisschen Schulden hier. Ja, aber. Doch. Hier möchte ich. Ich möchte Dings wieder anfangen. Karate war ich ja mal. Ich möchte Dings anfangen. Oh, sag's mir. Wieso fällt es mir nicht ein? Oh mein Gott, mir liegt's auf der Zunge. Wing Chun Kung Fu, danke. Nee, nicht Aikido, was? Mehr oder weniger, ich glaube Ninjutsu. Achso, kommt aber daher, dass Japaner später auch viele neue Kampfkünste gemacht haben, um ihre Technik weiter zu lehren und zu ehren. Ja, es gibt ja viele Kampfkünste. Und Ninjutsu war schon so überwiegend, der Körper ist weg. Ja. Nee, wie gesagt, Wing Chun. Wing Chun Kung Fu. So. Wo ist denn jetzt Woman in Red? Aikido. Oh, oha, krass. Wobei ich seit dem Lockdown auch nicht mehr im Verein, aber will da bald wieder hin. Ja, klar, verständlich. Klar, da hatten ja auch alles zu, klar. Bei uns gibt's nicht mal wegen Chun Kung Fu, leider. Erst in der nächsten Stadt und da wollte ich mich eben mal anmelden. Da war ich ein bisschen testweise ein paar Wochen, aber weil es nicht gepasst hat mit dem Pendeln. Wir haben hier die behindertsten Verkehrsdingsels. Hier, weißt du? Richtig kacke. Deswegen konnte ich es auch nicht weitermachen. Ich konnte mich nicht wirklich richtig anmelden, leider. Weil ich es dann nie immer rechtzeitig hinschaffe, beziehungsweise wieder nach Hause dann. Das ist so kacke. Leider, leider. Das wäre mir dann auch zu teuer gewesen, hätte ich ja monatlich dann auch noch mal Bus zahlen müssen. Plus die Gebühren von Wing Chun. Leider zu teuer und wie gesagt, zeitlich hätte es auch nie wirklich gepasst. Hätte ich nur einmal in der Woche gehen können, das wäre dann viel zu teuer gewesen. Leider, leider. Deswegen muss ich wirklich erstmal umziehen. Was zum Fick? Der Keller hat's in sich. Kann das sein?
Da steht Parkplatzeingang. Willst du mich verarschen? Walk all the way down? Was? Ich soll wieder zurückgehen? Alter! Alter! Alter, Kuni, Alter. 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 Ekelhaft! Welche Ironie, dass du das triggerst. Hi, Kuni, servus. Euda. Bah! Hä? Oder anderes down. To the end of... Okay. Da freut er sich. Heilige Fresse! Oh, klar, dann noch die Geister hier. Hä? Oh! Kellerdatenzimmer. Dort sollte ich Informationen... Nein! 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 Oh nein, habe ich jetzt verkackt? Bitte nicht. Ah, Woman in Red, hi. Hallo? Okay. Warum tust du das? Ja, alles klar. Jo, tschüss. Weil er Video uns angeschaut hat. Da, die hätten wir jetzt verpassen können. Gut, dass wir das gemacht haben. Hat mir gefallen. Da steht Strahlentherapiezimmer. Ja, habe ich schon gesehen. Eine richtig strahlende Frau, du. Die strahlt über vor Lebensfreude. Super. Da haben wir sie nochmal gesehen. Cool. Alter, krass. Das Kapitel ist geil. Aha. Wow. Wow. Alter Falter. Ah, falsch. Haha. Dies macht mich fertig, du. Wo ist denn das jetzt? Welche Tür denn jetzt? Die da, gell? Bericht 1. Aha. Am 3. August begann ein Langzeitpatient um 14.20 Uhr Selbstmord, Name Reiko Asagiri, Alter 13. Sie sprang aus dem Fenster von Zimmer 302. Zeugin war die Krankenschwester Hibino. Am Tag des Vorfalls kümmerte sich Schwester Hibino um einen Notfallpatienten, der ins selbe Zimmer gebracht wurde. Es war halt wirklich am selben Tag. Leck mich am Arsch. Ja, krass. Nur wegen... Oh, du Scheiße. Und die Krankenschwester hat einfach leider zu spät erfahren, dass Rin genau die Freundin gewesen ist. Oh nein, wie traurig. Das ist echt hart. Boah. Nachforschungen ergaben, dass das Krankenhaus keine Schuld trifft. Boah, das ist so hart. Boah, ja. Boah, Alter, wie viele Akten, ne? Oha, das Spiel freest ja richtig. Oha. Okay, solche Ruckler hatte das bisher noch nie. Bericht 3. 22. September. Takao Shimura in Zimmer 201 hat plötzlich das Bewusstsein verloren und ist 2 Stunden später verstorben. Takao Shimura? War das nicht ein Name auf einem... auf dem Zettel? Das Krankenhaus konnte keine Erlaubnis für eine Autopsie bekommen? Vor dem Vorfall hatte sich der Zustand von Herrn Shimura verbessert, sodass er kurz vor seiner Entlassung stand. Die Todesursache ist unbekannt, aber die Umstände ähneln denen im Fall der Krankenschwester Hibino.
Okay. Der Name bekommt mir schon. Fürst Shimura. Ja, genau. Hä, es war einfach Fürst Shimura aus Ghost of Tsushima. Wusste doch, der Name sagt mir was. Nun. Ja, ist so, wenn da so viele Details sind, ne? Hat das Spiel bisher noch nie gehabt, dass es jetzt echt mal so einfriest. Fürst Shimura einfach. Da. Bericht 5. 26. März, es wurde der Entschluss gefasst, das Krankenhaus zu schließen. Im Lichte der 5 Todesfälle im letzten Jahr mussten Maßnahmen getroffen werden. Es ist sehr schwierig für etwas die Verantwortung zu übernehmen, ohne dass es einen konkreten Hinweis darauf gibt, was wirklich geschehen ist. Der Direktor trifft Absprachen mit anderen Krankenhäusern, um sicherzustellen, dass alle Angestellten weiter beschäftigt werden. Okay. Da wurde es geschlossen, das ist noch eine Memo schon. 4. Dies ist der Bericht über einen 4. Todesfall. Wegen der Häufigkeit dieser Todesfälle wird die Medienhysterie wohl kaum abnehmen. Bitte weisen Sie alle an, keine unbedachten Kommentare abzugeben. Das war jetzt 4. Was haben wir? 3, 4, 5, 6? Oh Gott. Müssen vielleicht noch ein paar finden, oder? Ich weiß nicht genau. Alter, so viel zum Umschauen. Nee, hier waren wir über. Hi. Diesmal nicht. Waren das alle Berichte jetzt, oder wie? Jetzt ein Jumpscare, wär mies. Da war gerade einer. Hab mich nur nicht gekriegt. Ha! Was haben wir denn? Das sind jede Menge Krankenakten. Es würde ewig dauern, sie alle durchzusehen. Ja, in der Tat. Hier hat eh schon mal jemand gewühlt, oder? Sieht ein bisschen danach aus, irgendwie. Ich habe mich bei dem Face erschreckt. Ich heute aber auch oft genug, also von dem her. Aha! Bericht 2. Am 10. August entdeckte Schwester Nijisaka Schwester Hibino, die während der Nachtschicht zusammengebrochen war. 5 Stunden später verstarb Schwester Hibino. Das Krankenhaus führte eine Autopsie durch, nachdem es die Erlaubnis der Familie eingeholt hatte, aber es wurden keine Auffälligkeiten entdeckt und die Todesursache ist unbekannt. Laut Schwester Nishizakas Bericht hat Schwester Hibino ihren Laptop benutzt, um einen Chatraum zu besuchen, den auch die kürzlich verstorbene Reiko Asagiri besucht hat. Die sind alle gestorben, nachdem Reiko den Chatraum benutzt. Warte, 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 stimmt. Ja, eben, die schwarze Seite war ja schon vor Rico da. Aber seit Ricos Tod sind dann alle anderen verstorben. Das Ding ist aber, der Chatraum bringt trotzdem alle dazu zu sterben. Jeder, der den Chatraum benutzt hat, ist gestorben. Deswegen auch Rico. Sie hat zwar Selbstmord begangen, ja, aber. Wer sagt denn, dass es nicht trotzdem das Ding der schwarzen Seite war? Weil alle, die sie besucht haben, sterben. Und das ist das Komische. Okay, da muss noch mehr hinterstecken. Das ist nicht alles Reiko gewesen, also Kuroneko. Die vielleicht danach, so, dass sie vielleicht die anderen mit umgebracht hat, aber eigentlich ist es die schwarze Seite. Der Skandal, durch den dieses Krankenhaus schließen musste, begann mit Rikus Asagiris Selbstmord. Wer ist dieses Mädchen? Das ist richtig, damit begann das zwar. Das ist komplett richtig. Also sie könnte jetzt die anderen umgebracht haben, ja. Aber wer weiß. Irgendwas passt mir mit der schwarzen Seite aber noch nicht ganz. Es ist trotzdem wegen der eigentlich, oder? Oder, ja. Oder Riku hat halt einfach das als Verbindung genommen. Weil alle, die da waren, ja sowieso böse zu ihr waren oder so. Das kann natürlich auch das einfach nur sein. Dass sie aus Hass jeden einfach dann mitgerissen hat. Und einfach die Seite dazu benutzt hat. Weil da wurde ja übelst über sie gelästert und alles. Und richtig Cybermobbing betrieben. Kann natürlich auch einfach sein, nur. Mal sehen, was noch alles passiert. Legos Hass tötet alle. Ja, ist halt so.
Ist ja auch wirklich so. Hier sind wirklich keine Notizen mehr, ja? Ich guck mal kurz in den Akten. Zwei, drei, vier, fünf. Fünf Berichte. Mein Handy. Hass ist der Weg zur dunklen Seite. Ja, wie passend. Was ist das hier? Oh Gott, gestern, okay. Was ist das hier? Oh cool, ich krieg Spam. Ich krieg Spam-Sachen auf meinem Smartphone, okay. Neue Sprachnachricht und unseriöser Link dann, aha. Wie kommen diese Nummern an meine Nummer? Alles klar, verrückte Sache. Ist jetzt bestimmt Kuroneko. Hä? Blockieren und Spam melden, tschüss. Schwierig. Aha, komm zur dunklen Seite, wir haben Kekse. Ja, da bin ich doch schon längst. Hi. So, hä, wo geht's denn hier wieder raus? Hilfe! Oh, meine Fräse. Wir müssen einmal da längs und hier rum. Und da lang. Und hier raus. Und tschüss! 7 Tage. Oh, sorry, verwählt. Oh Gott. Mann! Ich wollte helfen. Wie passend. Ich wollte ihr helfen. Da ist ich. Wissen wir schon. Hast du denen schon gesagt? Greif mich nicht an. Hast du hier gewühlt? Warum? Und eine Notiz. Kontaktbuch 2. Reku Asakiris Eltern können nicht erreicht werden. Ihr Festnetzanschluss ist abgeschaltet. Und über das Mobiltelefon sind sie nicht erreichbar. Reku Asakiris Leiche bleibt in der Leichenhalle im Keller. Elternkontakt Yuko Asagiri. Wieso schreibt er nicht mehr? Yuko Asagiri und Reko, ne? Reko Asagiri. Vater. Ne? Ist der Vater. Elternkontakt zumindest. Yuko ist männlicher Name? Weiß ich nicht. Ich hätte jetzt Vater gesagt, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Asagi und dann Nummer. Oder die Mutter. Es hieß doch immer Mutter. Nee, hier steht Eltern. Ach, was auch immer. 997674. 681. Yuko klingt weiblich. Ja, kann auch die Mutter sein. Oft war ja von Mutter die Rede, ne? Hier steht halt jetzt Eltern, aber das stimmt eigentlich, was sonst immer irgendwie. Wahrscheinlich ist die Mutter. Hm? Kein Kontakt zu ihrer Mutter? Ja eben. Ist ihr auch etwas zugestoßen? Vielleicht. Du hast Todesschein erhalten, Reku Asagiri. Da muss ich kurz noch was hinzufügen. Geschlecht, weiblich. Oh nein, Geburtsdatum unleserlich, verdammt. Todeszeitpunkt 3. August, 14.20 Uhr. Okay, ja, okay. Reku Asagi, das ist ihr Totenschein. Du hast es erfasst. Und von Reku haben wir doch auch die Nummer, oder nicht? Nee, haben wir nicht, ich habe sie gestrichelt. Aber jetzt haben wir die Nummer vom Elternhaus. Oha! Da bin ich jetzt gespannt. Alter. Na, Kuni? Servus nochmal.
Da wird immer noch nichts sein. Cool. Das war der Keller. Und dann speichere ich hier. Speichere ich hier. Genau, das war das. Dann kann ich hier... Ja, kann ich hier drüber. Genau, ich habe jetzt echt viele Speicherstände angelegt, ehrlich gesagt. Einfach um ein paar Sachen nochmal zu gucken und so. Passt schon. So, ich habe gespeichert. Dann würde ich sagen, wählen wir die Nummer. Schule. Ach, was ist denn das hier jetzt alles? Hina Yoshi Kurumiya. Okay, gut, dann rufen wir mal bei Kuronekos wahrscheinlich Mutter an. Oh mein Gott. Ich nenne sie mal gerne Kuroneko, weil schöner Name. Riku halt, ne? So, 6, 7, 4, 6, 8, 1. Alter, auf geht's, oder? Schauen wir doch mal. Oha. Die Verbindung abgeschlossen. Okay, Ende des Kapitels. Na dann wird jetzt eh nochmal gespeichert, was? Und wie war mein Ausflug? Der war super. Der war super. Es war einfach ein Spaziergang quasi durch ein kleines Waldstück, wo ich war. Da bin ich gerade zurzeit relativ gern wieder. Da war ich als Kind zuletzt oft. Und da fahre ich ab und zu jetzt mit dem Fahrrad runter. Und da war ich halt einfach ein bisschen. So weit war das nicht. War so ein Grenzgebiet der Stadt. Aber war herrlich. War einfach nur geil. Mega, mega chillig. Einfach mal mitten in der Natur einfach wieder. Das war voll schön. Das war so schön. Auch mit dieser... Das sind so kleine Sachen gebaut irgendwie von irgendwelchen Leuten. Voll cool. So ein kleiner Buschbungalow, sag ich mal. Und dann so eine geile... Sowas chillig. Sowas zum Hinschillen. Über dem Bach waren halt so Äste. So eine Astliege quasi, und da habe ich mich halt einfach hingelegt, mitten in so einer Lichtung, voll geil. Das war halt mega chillig, war voll schön. So, jetzt aber hier speichern, nochmal, weil ich es kann. Und dann ab geht's ins nächste Kapitel.